Sehr geehrtes Publikum, heute möchten mein Kollege Boleo Christopher und ich Ranil Philipp die Zeit nutzen, Ihnen unser Matura-Projekt zu erklären und hoffentlich Ihr Interesse daran wecken. Der Name des Projektes lautet AdSpace Manager. Aber was ist der AdSpace Manager genau? Wie wahrscheinlich alle von Ihnen surfen Sie mehrmals täglich auf einer der zahlreichen Internetseiten der Athesia, wie zum Beispiel stoll.de, sportnews.bz, secondhand.de oder kultur.bz. Sicherlich sind Ihnen auch schon öfters die Werbeanzeigen aufgefallen. Genau damit befasst sich unser Matura-Projekt, das Verwalten der Werbeflächen in den einzelnen Online-Portalen der Athesia. Zurzeit nutzt das Unternehmen Athesia zur Verwaltung der Werbeflächen eine Excel-Tabelle, welche schwierig zu verwalten ist. Sie wollen in nächster Zeit auf eine sicherere und einfachere Lösung umsteigen. Dazu haben wir eine Webanwendung entwickelt, die es den Vertretern erlaubt, direkt beim Kunden die gewünschte Werbefläche zu reservieren und anschließend vom Bearbeiter gebucht wird. Und jetzt wird euch mein Kollege die Anwendung erklären. Guten Tag. Ich werde Ihnen jetzt die verschiedenen Funktionalitäten unserer Web-Applikation zeigen. Ich befinde mich momentan auf dem Anmeldeformular, welches einen Benutzernamen und das dazugehörige Passwort vom Benutzer verlangt. Wenn die Daten richtig eingegeben werden, wird man zur Startseite der Web-Applikation weitergeleitet. Auf der Startseite angelangt, kann man auf dieses Icon klicken. Hier wird einem Informationen über den Benutzer angezeigt und hier kann man sich abmelden. Außerdem kann man hier das Menü öffnen. In der Benutzerliste werden alle registrierten Benutzer aufgelistet. Man kann hier alle wichtigen Informationen über einen Benutzer herauslesen. Ganz wichtig hierbei ist auch die Rolle. Und eine weitere Funktion ist, dass man einen Benutzer löschen kann, indem man hier auf diesen Mülleimer klickt und dann auf OK. Administratoren haben die Möglichkeit, neue Benutzer zu erstellen. Ich habe hier das Formular bereits ausgefüllt. Man kann hier die Rolle auswählen. Man hat eine Auswahl von drei verschiedenen Rollen. Und man muss den Vornamen und den Nachnamen angeben, den Benutzernamen, das Passwort wiederholen und eine gültige E-Mail-Adresse. Wenn man den Benutzer dann registriert hat, kann man ihn bei der Benutzerliste sehen. Ich komme nun zum Formular, um neue Reservierungen anzulegen. Dieses Formular ist für alle Rollen zugänglich. Man muss hierbei das Portal angeben, eine der Unterseiten und eines der Werbebanner. Je nachdem, um welches Werbebanner es sich handelt, kann das Formular unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel haben wir bei diesem Werbebanner die Gesamtanzahl an Klicks, welche bei diesem Werbebanner wegfällt. Wenn wir jetzt eine neue Reservierung erstellen möchten, müssen wir den Kundennamen angeben. Die Kundennummer ist optional. Der Kampagnenname muss auch angegeben werden. Weiters müssen wir den Zeitraum festlegen. Hierbei wird automatisch validiert, welche Zeiträume noch frei sind, damit Benutzer nicht schon belegte Zeiträume überschreiben können. Weiters haben wir die Option Eigenwerbung. Diese Option ist nur für Bearbeiter und Administratoren zugänglich. Also die wird nur bei Bearbeitern und Administratoren angezeigt. Hier können wir auch direkt den Preis sehen und dann reservieren. Unter Meine Reservierungen kann man alle Reservierungen des momentan angemeldeten Benutzers sehen. Man kann hier auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen über eine Reservierung herauslesen. Die verschiedenen Farben haben alle eine andere Bedeutung. Grau hat die Bedeutung, dass die Reservierung nur erstellt wurde. Orange bedeutet, dass die Reservierung bereits von einem Bearbeiter oder Administrator gebucht wurde und nur noch zum Beispiel, wie in diesem Fall, das Werbebild fehlt. Grün bedeutet, dass alles fertig ist. Und gelb bedeutet, dass es sich um Eigenwerbung handelt. Alle Reservierungen sind nur
für Bearbeiter und Administratoren zugänglich. Man kann hier alle Reservierungen von allen Benutzern sehen und man kann verschiedene Veränderungen vornehmen. Zum einen ist das die Möglichkeit, eine Reservierung zu löschen, indem man hier auf den Müllkorb drückt. Außerdem kann man hier im Infodokumente einen Kommentar dazu schreiben und das mit diesem Button speichern. Zudem kann man auch eine graue Reservierung buchen. Sie wird dann zu einer Buchung und man kann sie auch abschließen. Bei der Übersichtstabelle muss man das Portal auswählen, eine der Unterseiten und das Datum, ab welches die Tabelle angezeigt werden soll. Es werden dann die nächsten 14 Tage angezeigt. Man kann auf den ersten Blick sehen, welcher Kunde an welchem Tag und welches Werbebanner bucht. Man hat die Möglichkeit, auf die verschiedenen Felder zu klicken und es wird einem dann die Reservierung genauer angezeigt. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.